Willkommen zurück in Südtirol, am Donnerstag heute, unserem fünften Tag hier sozusagen. Und wir haben heute was ganz Entspanntes vor, also wer nur Outdoor- und Wandertourenberichte sehen möchte, der kann dieses Video getrost überspringen, er wird nichts verpassen. Wir fahren heute nach Klausen, eine sehr hübsche kleine Stadt hier im Eisacktal, nicht weit von Barbian, 25 Minuten mit dem Bus ungefähr. Und da wir mit dieser Gästekarte hier auch die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen können, werden wir das Auto heute auch stehen lassen und die Parkgebühr dort sparen und ganz entspannt mit dem Bus mal nach Klausen runterfahren. Wir haben auch Badesachen mit, dort gibt es auch ein Schwimmbad. Vielleicht werden wir das in Angriff nehmen. Ansonsten einfach so ein bisschen Stadtbummel und Entspannungstag heute. Wetter soll heute noch mal heißer werden als gestern. Deutlich über 30 Grad sind angesagt. Ja. Also die Busfahrt hat super geklappt, der Bus war pünktlich und sogar klimatisiert, sehr angenehm. Und wir werden jetzt hier uns die hübsche Altstadt von Klausen ein bisschen anschauen. Wir haben unseren Rundgang durch die Altstadt erstmal beendet. Wie gesagt, eine sehr hübsche kleine Stadt. Kleine Geschäftchen und Gaststätten und sowas. Und das Wichtigste haben wir auch bekommen, nämlich Badesachen für Sabine. Die hat nämlich ihre vergessen gehabt. Und wir möchten jetzt doch gerne nochmal ins Schwimmbad. Das Freibad hier in Klausen kann man mit unserer Gästekarte auch kostenlos nutzen. Das heißt, ja, da werden wir jetzt mal, denke ich, uns hinbegeben. Na, ist ja noch nicht übervoll. Ich denke, das ist jetzt ein guter Moment, um einzugehen. Nachdem wir jetzt im Schwimmbad waren, bis ungefähr Viertel zwei, halb zwei vielleicht, hatten wir überlegt, was wir noch machen. Hatten überlegt, ob wir ins Stadtmuseum gehen. Allerdings macht es erst halb vier wieder auf. Das hat über Mittag auch geschlossen, wie so viele Geschäfte hier. Und auch der nächste Bus nach Barbian fährt erst dreiviertel vier. So dass wir jetzt hier reichliche zwei Stunden Zeit hatten. Und wir haben jetzt erstmal so ein bisschen entspannt auf einer Bank hier am Eisack im Schatten. Wir werden uns jetzt nochmal in aller Ruhe ein Eiscafé suchen. Da noch ein bisschen, einfach ganz entspannt die Zeit verbringen vor Mittag jetzt und dann wahrscheinlich dreiviertel vier eben zurück nach Barbian fahren.
wir haben heute eine Kleinigkeit gekocht. Wir hatten noch ein paar Eier, also haben wir eine Art Eierpfanne gemacht mit unseren restlichen Würstchen, Tomaten rein, Mais, und ein bisschen Käse noch rüberstreuen. Dazu gibt es Brot und Obst und Joghurt, wie sonst auch. Guten Appetit!